Trennung nach 21 Jahren Liebe. Seit über 21 Jahren gehen Thomas Helmer und Jasmina Filali zusammen durchs Leben, jetzt gibt das Traumpaar überraschend seine Trennung bekannt. 2005 gaben sie sich das Ja-Wort, wurden danach Eltern von zwei Kindern. Jetzt das Liebesaus, Thomas Helmer, 57, und Jasmina Filali, 46, haben sich getrennt. Thomas Helmer und Jasmina Filali verkünden Liebesaus. Leider hat unsere Beziehung das dritte verflixte siebte Jahr nicht überstanden, heißt es in einem gemeinsamen Statement gegenüber Bild am Sonntag. Fantastische 21 Jahre haben wir miteinander verbracht, viel gelacht und manchmal geweint. Es gibt Situationen in unserer Ehe, die ich einfach abhake und auch nicht bis ins kleinste Detail ausdiskutieren muss. So das Paar über das Geheimnis seiner Ehe. Ihr Megakonzert droht auszufallen. Die Schlagernews des Tages im Gela-Ticker, Helene Fischers Konzert in München steht auf der Kippe plus. Angelo Kelly gibt überraschend Konzertausfälle bekannt plus so fleißig trainiert Anna Karina Wojcik für ihre neue Show. Helene Fischer, Unwetter überschattet Konzert in München. Über 130.000 Helene Fischer Fans warten auf dem Münchner Messegelände sehnsüchtig darauf. Die Schlager Queen am Samstagabend, 20. August 2022, endlich auf der Bühne sehen zu können. Doch Helenes bisher größtes Konzert steht unter keinem guten Stern. Starkregen und Unwetter überschatten ihren Auftritt, immer wieder ist die Rede davon, das Konzert gänzlich abzusagen. Ob die 38-Jährige um 20 Uhr auf der Bühne stehen wird? Ungewiss. Laut dem Deutschen Wetterdienst, DWD, liegt die Regenwahrscheinlichkeit erst nach 20 Uhr bei 20%.